Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car-Mechanic Simulator. Jawohl, wir sind hier wieder am Schlüssel. Ja, und dieses Jahr gab es keine Weihnachtsbeleuchtung bei mir. Warum? Weil die Videos, die ich über Weihnachten rausgehauen hatte, beziehungsweise davor und danach, waren schon fertig. Und deswegen habe ich hier dieses Weihnachtsupdate nicht mitbekommen. Keine Weihnachtsbeleuchtung, keinen Weihnachtsbaum dieses Jahr. Weihnachten ist aber auch schon vorbei. Alle Lichterketten sind wieder abgehangen. Von daher alles gut, passt. So, wo sind wir dran? Was wollten wir machen? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gucken mal rein. Was haben wir noch für Fahrzeuge hier in der Garage rumstehen? Jede Menge massig, ne? Wir haben jede Menge massig. Massig mal. Wir könnten den Porsche mal hier wieder reinstellen. Kein Problem. Der war ja fertig. Leistungsprüfstand hatten wir. Ja, und da hat er ja gar nicht so viel PS wieder dazu bekommen, ne? So, Fahrzeug bewegen. Einmal wieder in the Garage. Schön sieht er aus. Ist richtig gut geworden, das Teil, finde ich. So, und ich glaube, es gibt auch wieder neues DLC, und zwar Felgen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich habe zumindest irgendwo, hatte ich da eine Werbung für gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt auf Konsole schon am Start ist. Müsste aber eigentlich. Ja. Und ansonsten neue DLCs. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, was hätten wir denn hier noch? Gar nicht. Was haben wir denn da? Mioveni Urus? Naja, ich denke ja nicht. Nissan Fair Lady. Haben wir den eigentlich schon fertig gemacht? Zeig mal her. Wo ist das Gute? Oha, oha, oha. Guck an. Ein Nissan Fair Lady, der hier einfach rumsteht und noch überhaupt nicht fertig gemacht ist. Erste Bühne, zweite Bühne. Was sagen wir dazu? Nichts am besten. Gar nichts. Oha, guck mal, wie der aussieht. Okay, den müssen wir erstmal waschen. Wobei, ja doch. Wir waschen ihn trotzdem mal. So, einmal hier rein. Machen wir erstmal von innen sauber. So, zack. Naja gut, das war jetzt nicht von innen. Ah, egal. Ah, guck an, da steckt ein Mintgrün dahinter. So, wollen wir hier drinnen auch nochmal sauber machen. Den haben wir ja noch gar nicht fertig gemacht, ne? DLC-Fahrzeug noch nicht fertig. Oha. So nicht. Da wollen wir nochmal schauen, ne? Was haben wir hier zu tun? Einiges. Sehr viel Rost. Uff, ich würde sagen, wir schweißen erstmal. Tun wir her. Zweite Bühne bitte, dankeschön. Und Vollgas für 1200, kein Problem. Okay, sieht ganz gut aus. Kann man, nee, kann man mitarbeiten. So, runter mit dem Kotflügel. Haben wir überhaupt für den Teile? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Und die allerwichtigste Frage ist, was können wir davon noch retten? Sieht nach nisch viel aus. Also hier ist noch nicht viel drin, ne? Hier ist noch nicht mal Sitze drin, kein Lenkrad drin. Okay, alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was wir jetzt für Teile für den haben. So, oha, guck an. Wir können ja nichts davon reparieren. Das ist dieses andere traurig, ne? So, weg mit der Scheibe. Gucken wir mal, was wir auf Lager liegen haben. So, zack. Karosserie. Wir geben mal an. Ne, warte mal. Ich sortiere erstmal. Nach Name. So. Und jetzt hier geben wir mal ein. Fair. So. Nissan Fair Lady. Oh, wir haben sogar eine Felge dafür. Guck an. 16 Zoll. Naja, gut. Dann gucken wir nochmal, was wir da draus machen. Wir haben einen Außenspiegel links, wir haben einen rechts, was schon mal sehr gut ist. Wir haben eine Heckklappe für das Ding, wir haben einen Kotflügel vorne links, wir haben einen Kotflügel vorne rechts, wir haben eine Motorhaube. Ich würde sagen, wenn ich mich gerade verschlucke, sieht das doch hier ganz gut aus. So, wir haben sogar Türen für das Teil. Zack und zack. Also damit sind wir eigentlich komplett ausgerüstet. Kann das sein? Sieht danach aus. Dann wollen wir die ganzen Teile nochmal anbauen. Zack.
Sieht ein bisschen wild aus. Gut, macht nicht. Wo kommt denn der Spiegel nach davon? Da kommt der Spiegel vorne auf die Kotflügel. Jawohl. Zack. So, Stoßstangen haben wir auch. Tuning-Teile gibt es ja für die DLC-Fahrzeuge nicht. Da brauchen wir gar nicht nach zu suchen. Die gibt es ja nur im Originalen. So, und Bams. Jawohl, sehr schön. Damit hatten wir das schon mal fertig. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Felge? Das ist die gleiche, ne? Wir hätten eine Fair-Lady-Felge da in 16 Zoll. Ich würde aber fast behaupten, wir machen andere und größere drauf. Oder eine größere Fair-Lady-Felge. Würde auch gehen. Wir gehen aber jetzt erstmal shoppen. Und zwar für die Kiste hier. So, wir brauchen die Scheiben. Wir brauchen die Rückleuchten. Wir brauchen die Scheinwerfer. Und das brauchen wir auch. Sehr schön. Okay, alles klar. Läuft. Achso, warte mal. Ich kann eigentlich direkt auch noch Kennzeichen schon mal kaufen, ne? Was nehmen wir? Ah, hier Andorra. Zack. Diesmal wird es Andorra. Warum auch nicht? Rein damit. Bams. So. Jawohl. Zack, zack. Alles mal schöner reinklatschen. Was sollen wir hier farblich machen? Was könnte zu einem Fair Lady passen? Puh. Gute Frage, nächste Frage. Man weiß es noch nicht. Egal, auf jeden Fall würde eine Innenausstattung ganz gut passen, glaube ich. Gucken wir da doch mal. Innenausstattung. Es ist die Frage. Obwohl, warte mal, wir können das auch anders machen. Nee, also warte mal, ich muss aus dem Karosserieding raus. So, Mams und jawohl, so, wir brauchen die Vordersitze und das Lenkrad. Rücksitzbank hat das Teil nicht. Gut, kein Problem. Dann schauen wir doch mal hier. Oha. So, hier, Fair Lady Sitze, jawohl. Und ein Lenkrad. Ja, komm. Oh, nee. Das passt, ne? Das kann man machen. So, wenn ich hier sehe, dass meine Einkaufsliste hier noch voll ist. So, und rein damit. Zack. Und zack, die Fair Lady sind. Das geht aber noch. Kann man machen. Würde ich sagen. Rechtslenker. Easy. So. Viel Platz im Kofferraum. Läuft auch. Haube geht nach vorne auf. Sehr schön. Damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Farblich gesehen, ja gut. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Was dem, glaube ich, ganz gut zu Gesicht gehen würde, wäre ein so richtig tiefdunkles. Ja, was ist das? Ein Lila oder was? Irgendwie sowas. Wie damals der Golf 2 Fire and Ice, sowas in die Richtung. Da würde ich mich sehen. So, jetzt gucken wir erstmal, was für eine Felgengröße die Teile hier haben. Ich meine, eigentlich wäre das ja auch wieder so ein Originalding, ne? 14 Zoll. Wir haben da eine 16 Zoll, ne? Auf Lager. Ja, wir nehmen die 16 Zoll. So, pass auf, dann gehen wir hin und kaufen nochmal vier Felgen dazu. Geben wir mal ein, Fair Lady. Zack, noch dreimal 16 Zoll. Moment, hat das Ding eine Einpresstiefe gehabt? Ne, hat ET0. Okay, alles klar. Zack, 16 Zoll, drei Stück. Bams haben wir gekauft. So, und dann packen wir da was für Pellen drauf. 16 Zoll, was würde da passen? Ich meine, zu kleiner Querschnitt würde nicht gehen. Was haben wir hier? 195, 70, 14. Gut. Würde ich auf. Was würden wir denn da machen?
215, 65, 16. Könnte passen. Schauen wir mal. Oldtimer Sportreifen nehmen wir auf jeden Fall wieder. So, dann nehmen wir 4x 16 Zoll, 215, 65. Ja, ne? Das dürfte hinhauen, oder? Ist das zu knapp? Oder sollen wir 215, 70? Ne, 215, 65, 16. Nehmen wir die. Passt schon. So, dann gucken wir mal. Ziehen wir die schon mal auf. Schauen wir mal, ob es aussieht. Ja, doch, oder? Ja, doch, würde ich sagen. Kann man machen, oder? Ich denke. So, nehmen wir. Oh, das ist praktisch. Zack. Dankeschön. Das ging schnell. So. Kann man die nämlich schon mal hier wuchten in der Zeit? Läuft. Zack, halt, stopp. Zurück. So, danke. Na, komm runter. Nein. So. Jawohl. Und. Bams. So dürfte es hinhauen. Zack, so, letzter Reifen, wuchten. Zack, zack. Zack, sehr schön. Ja, doch, ich glaube, das sieht gut aus. Und wenn du den dann noch in so einer dunklen Farbe machst, ich glaube, das könnte hinhauen. So, sag mal her, wie sieht denn hier aus? Getriebe hängt noch dran, okay. Was hat denn der überhaupt für einen Motor drin? Was haben wir denn hier, ne? 163 PS. Das Problem ist, wir haben wieder keine Motortauschoptionen, ne? Ein i6 SOHC L24. Naja, gut. Wir könnten ja da so ein bisschen dann rumfuchteln, ne? So ein bisschen mehr Schub geben. Schauen wir mal. So, dann erstmal raus, die Kardanwelle. Na, komm her. Dankeschön. Oh, die ist nicht festgemockt. Okay, alles klar. Das ist schon mal sehr gut. Geht sowieso, ne? Einigermaßen von unten, der Wagen. Also von daher. Also haben wir schon Schlimmeres gehabt. Wir könnten ja auch nochmal gucken, ob wir irgendwo nochmal ein Auto finden. Ein geiles. So. Zack. Einmal den Motor raus. Dankeschön. Mal gucken, was damit ist. So. Einmal drauf damit. So, haben wir auch. Perfekt. Das mit dem Getriebe hier. Die Felge, die können wir auf jeden Fall schon mal reparieren. Sehe ich das richtig, dass die Kardanwelle Schrott ist? Ich sehe es richtig. Och, nö. Muss doch nicht sein. Oh, verdammt, ey. Naja, gut, egal. Kann man nicht ändern. Okay. Dann wollen wir mal gucken hier. Was ist denn hier noch so? Das ist natürlich richtig blöd. Was hat denn hier einen Tank sitzen eigentlich? Ah ja, guck an. Hier, da. Da haben wir doch. So, zack. Gut, haben wir nicht. So, Endschalldämpfer. Brauchen wir. Mittelschalldämpfer. Haben wir da. Moment. Mittelschalldämpfer, haben wir da nicht noch irgendwie was mit Tuningteilen? Ich meine, da wäre noch irgendwas auf Lager gewesen, ne? Ah ne, halt, falsch. Moment, wir schauen. Ah ne, tatsächlich nicht. Okay, alles klar. Ich hatte gedacht, oder habe ich das hier in der Tasche? Doch, hier in der Tasche haben wir noch. Guck an. Ich wusste doch, irgendwo haben wir noch was. Dann können wir auf jeden Fall hier schon mal die Auspuffanlage tunen, oder? Sofern ich den Endschalldämpfer getunt kriege, können wir direkt nachschauen. Nee, halt, stopp. Obwohl, das kann man verkaufen. Weg damit.
Tuning-Teile. Endschalldämpfer verlädt. Oh, geil, den kriegen wir auch. Perfekt, läuft doch. Das ist doch schon mal okay. So, warte mal, dann können wir direkt die Karte. Nein. Die Karte. Ne, Kraftstofftank. Stimmt, müssen wir auch noch. Moment, einmal die Kardanwelle. Nein, nur einer bitte, danke. Und einmal Kraftstoff. So, den Tank nehmen wir. Nehmen wir die Pumpe in Tuning. Können wir eigentlich, ne? Gucken wir mal eben. Tuning. Kraftstofffilter, eine Kraftstoffpumpe in Tuning. Die sieht, glaube ich, ganz geil aus an dem Wagen. So, zack, dann bauen wir das nämlich schon mal ein. Haben wir das nämlich schon mal aus den Füßen. Muss ja auch raus. So, zack, herrlich. So, was haben wir hier? Jede Menge Schrott. Jede Menge Massenschrott. Alles muss raus. Außer Tiernahrung. So. Auch hier, ne, ist eigentlich alles so beim Alten. Na, komm. Zack, jawohl. Und herrlich, sehr schön. Aber sehr wenig festgemockt. Das finde ich gut. Finde ich richtig gut. Je weniger wir hier sprühen müssen, sagte er und musste sprühen. Zweck. Ja, okay, auf der Seite ist alles festgemockt. Danke fürs Gespräch. Das ist dann auch wieder komplett erledigt. Man kennt es. So. Typischer Vorführeffekt, ne? Ah, ne, halt. So, raus damit, raus damit. Jawohl. So, hier fehlt uns auch einiges, aber gut. Können wir mitarbeiten. Ich hatte auch noch irgendwas, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Das ist schon wieder so lange her. Irgendwas habe ich noch in den TBX da hinten gebaut. Ah, hier, ich glaube, Dingens, Bremsscheibe. Hier, ne? Ihr wisst schon. Bremstrommel. Ich glaube, da habe ich, hier hatte ich irgendwo noch rumgefummelt, da habe ich noch Teile gefunden, die weitaus besser waren. Und da habe ich mir gedacht, hey, rein damit. So, dann machen wir mal gucken, dass wir hier die Teile auch noch hübsch kriegen. Oh, nee, so nicht. Ach komm, echt jetzt? Okay, machen wir es so. Zack. Jawohl. Okay, das waren doch noch einige Schrott, ne? Gut, der Wagen, der kommt vom Schrottplatz, ne? Also ist nicht verwunderlich. Wir könnten auch mal wieder in der Scheune gehen. Scheune ist auch noch mal ganz interessant. Da müssen wir auch auf jeden Fall noch mal hin. So, was. Oha. Oh Gott, das ist ja einige. Ach du Schande, das ist ja alles kaputt. So, sortier mal. Okay. Ankschenkel haben wir definitiv nicht. Das weiß ich auch, dass ich das nicht habe. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Oha. Wir müssen richtig viel kaufen. Bäh. So, zwei Lager. Oh, joi, joi, joi. Oh, Starrachse, Hinterachse, Typ Schraubenfeder. Okay, gucken wir mal. Die könnten wir eventuell haben. Schauen wir doch einfach mal. Starrachse, Hinterachse, Typ Schraubenfeder. Bams, zack, haben wir noch eine. Perfekt, Geld gespart. So gefällt mir das. Achso, warte mal. Den Rest muss ich auch noch kaufen, ne? Besser wär's. So, Hammer, Hammer, Hammer. Achsschenkel brauchen wir. Es fehlen immer die Teile, die wir natürlich nicht auf Lager liegen haben, ne? Also, war ja klar. Zwei Federn, perfekt.
Federbügel, Federunterlagen, zwei Gummilagerbuchsen. Zweck. Steckachse, Hinterachse, Hammer und das. Ja, aber sehr schön. Dann können wir nämlich hier direkt wieder Vollgas geben und alles wieder einbauen. Dann haben wir den Kladderadatsch hier an der Hinterachse nämlich schon erledigt. Läuft dann. Oh, rein damit. Jawohl. Zack. So, warte mal. Ah, komm. Jawohl. Dran da. Und auch hier dran. Sehr schön. Ah. Schon wieder dran vorbeigeklickt, ne? Ich könnte heulen. So, danke. So, Hammer. Zumindest die Seite. Ne, obwohl, warte mal. Wir können auch hier direkt weitermachen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Dann können wir nämlich auch mal schauen, wie das aussieht mit den Fägen. Wenn wir hier schon eine Seite drauf haben, ja, können wir machen. Finde ich nicht schlecht. Nicht schlecht. So, die 205er Pelle, 215er Pelle. Naja, ne, also anderen Querschnitt hätten wir jetzt auch nicht nehmen dürfen, ne? Also ein 70er wäre wahrscheinlich jetzt schon wieder geschliffen. Naja, gut, passt. Passt, passt, passt. Weil wir können theoretisch jetzt auch noch andere Felgen draufballern können. Hätten wir wahrscheinlich auch irgendwas Schönes gefunden, aber wenn wir eh schon eine haben, warum nicht nehmen, ne? Halt. Moment. Warum? Na? Davon brauchen wir noch was. Wo ist es? Ach, Steckachse. Ja, klar, logisch. Ich bin auch so ein Trottel, ne? Ja, alles falsch gemacht. Also egal. Steckachse ist ja nicht Starachse, ne? So. Zack. Nice. Gefällt. Herrlich. Sieht schon mal ganz gut aus. Hammer Hinterachse auf jeden Fall schon mal fertig. Rein damit. Pelle drauf. Läuft. Ja. Können wir machen, ne? Würde ich sagen. So, einmal. Und zweimal. Sehr schön. Aber doch. Ich würde sagen, mit der Pelle so geht klar. Jetzt muss er nur noch geile Farbe kriegen. Ah, egal. Kriegen wir auch noch hin. So, der Rest hier wird wieder verscherbelt. Ciao. Und das machen wir auch mal leer hier, ne? Muss ja auch mal sein. So, was haben wir jetzt? Vorderachse, Motor. Naja. Haben wir ja noch ein bisschen was zu tun, ne? Würde ich sagen. Ja, dann beende ich aber jetzt hier erstmal die Folge. Motor und Konsorten, da kümmern wir uns mal dann in der nächsten Folge drum. Hier müssen wir auch noch ran. Schauen wir mal, kriegen wir alles hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne Support mit einem Kommentar und einer Bewertung. Danke dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, dass wir den hier fertig kriegen. Sagen wir bis zum nächsten und ciao, ciao.